Einen wunderbaren guten Tag wünsche ich. Mit 100 Fragen im Gepäck mache ich mich auf Spurensuche, um Antworten zu finden. Antworten, die spannend sind, die hörenswert sind und am wichtigsten, die dir vielleicht neue Perspektiven eröffnen, andere Möglichkeiten aufzeigen oder gänzlich neue Wahrheiten belegen. Gefragt wird bei mir jedermann, ganz nach dem indischen Motto, same, same, but different. Willkommen zurück im Podcast auf Spurensuche und es ist Teil 3 des Gesprächs mit dem Spandauer Maler Jürgen Hoffmann. So, zieh die nächste Frage. Ist dir schon mal Gott begegnet und wenn ja, wie? Gott. Mittlerweile glaube ich ja gar nicht, dass es den gibt. Aber ich war mal mit 18 war ich mal streng, also überzeugter Christ in so einer kleinen Gemeinde, in so einer alternativen Gruppe eher. Aber die wurde schon geleitet von so einem evangelischen Pastor. Ne? Der war auch ein bisschen lasch, aber ansonsten ganz in Ordnung. Und es waren vielleicht 10 Leute oder so, die sich da getroffen haben und die dann halt all übergeschäumt sind vor Liebheit nur so das volle Kuschelprogramm, ja. Aber ich habe mich da wohl gefühlt. Und dann, komischerweise, wir haben da dazu zusammen gebetet, ne? Gemeinsam gebetet. Und dabei ist schon immer irgendwas entstanden oder irgendwas im Raum gewesen. Also heute, ich denke mir, das kannst du mit Meditation genauso erreichen. Ne? Da brauchst du, hat ja also mit Gott nichts zu tun. Aber es war auf jeden Fall ein reiner, guter Geist im Raum mit uns. Und wir waren beseelt. Aber wie gesagt, heute ist, aber das sehe ich, glaube ich nicht, dass das Gott war, sondern das war einfach so eine Energie. Also das kann man auch ganz anders erklären. Mhm. Aber wenn wir jetzt von dem guten, positiven Geist reden, ja, den mag ich ja. Mhm. Wenn Gott vielleicht einfach nur eine Form von Materie ist, die überall rumschwimmt, die man aber nicht sieht, die man nicht greifen kann und die, sagen wir mal, ganz einfach alles am Laufen hält und zusammenhält etc. Vielleicht ist es ja einfach so. Ist mir zu hypothetisch. Ich glaube, Gott ist hypothetisch für das kleine Gehirn, was wir Menschen haben. Ja, dann kann ich damit nichts anfangen. Also okay. Dafür bin ich dann zu autistisch, ja. Echt. Okay. Ich muss was anfassen können und ich muss was sehen können, sonst existiert es nicht. Ja, wie geht es dir dann mit diesem Begriff der Unendlichkeit, wenn du dir Unendlichkeit vorstellst? Gibt's auch nicht. Gibt's nicht. Alles ist endlich. Also alles, was aus Materie besteht, ist endlich. Okay. Weil die Materie sich permanent auflöst und irgendwie wieder in anderer Form verbindet, ja. Und so, aber... Aber hier jetzt unser Weltraum, unser All und all diese Geschichten? Who knows? Wenn es endlich wäre, dann gibt es ja irgendwo eine Außengrenze und dann muss es ja irgendwas auch drumherum geben. Es gibt ganz bedeutende Wissenschaftler, die davon überzeugt sind, dass das Weltall endlich ist, also nicht unendlich ist. Aber was ist dann an der Außengrenze? Weiß ich nicht. Das weiß ja keiner. Nee, ja. Weiß keiner. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also das überschreitet tatsächlich mein Vorstellungsvermögen. Ja, das, ne? Überschreitet das Vorstellungsvermögen, glaube ich, von jedem Menschen. Also ich meine, nee, ich finde das immer so unbefriedigend, ja. Mhm. Weil normaler, das ist wieder das, was ich am Anfang gesagt habe. Also wenn ich was nicht begreifen kann, nicht verstehen kann, dann macht mich das wahnsinnig. Also sowas gehe ich aus dem Weg, weil mich das völlig unzufrieden macht. Oder weil mich das unzufrieden zurücklässt. Mhm. Das halte ich nicht aus. Ist die Unendlichkeit vielleicht etwas Göttliches,
versuch zu spüren, wie sich die Erde dreht. Solche Sachen. Das ist viel wichtiger, als sich die Rübe zu machen, ob das jetzt unendlich ist oder nicht. Bringt nichts. Bringt nichts. Das stimmt, ja. Ob du uns diese Gedanken am Ende des Tages was bringen, das weiß ich nicht. Aber was du vorhin beschrieben hast, ja, dass ihr damals sozusagen beseelt wart und dass da irgendwas passiert ist. Ich habe das während meinem Afrika-Aufenthalt festgestellt. Ich habe da den Peter, einen Missionar, kennengelernt. Ja. Und wenn man dann mal so ein halbes Jahr lang nur am Reisen war und nichts gearbeitet hat, dann wird einem echt irgendwann langweilig. Und dann dachte ich mir so, hey, guck doch mal, was machen eigentlich Missionare? Ja. Und habe ihn so gefragt, ob ich ihn einfach eine Weile begleiten kann. In Kamerun war der. Ach, der war Ja. Und, unterwegs. genau. Und nee, der wohnte in Kamerun in der Nähe von Yaoundé und war ein Deutscher aus Stuttgart und ein unfassbar charismatischer Mensch. Und der hat dann zu der Zeit tief im Dschungel von Kamerun eine Kirche gebaut. Ja, Oh. und also die wollte er gerade anfangen. Und dann habe ich ihm tatsächlich dabei geholfen. Also so unchristlich wie ich bin, aber ich habe schon mit eigenen Händen eine Kirche gebaut. Cool, ganz gut. Und diese Menschen, die ich da kennengelernt habe, die in dieser Gemeinde waren, die haben jeden Tag gebetet. Und wenn die sich an der Hand genommen haben, ist irgendwas mit denen passiert. Und zuweilen haben diese Menschen in einem Elend gewohnt, wo ich dachte, oh meine Fresse, ja, wie kann man da überhaupt nur ein Lächeln am Tag zustande bringen? Und es waren die glücklichsten Menschen. Und da bin ich bis heute noch unfassbar neidisch. Und manchmal denke ich mir so, ich wünschte mir, ich würde da hinkommen, weil ich so dieses Gefühl habe, dann würde, glaube ich, ganz viel von mir abfallen. Aber so bin ich halt nicht gestrickt. Und ich glaube irgendwie an andere Dinge. Aber da habe ich dann schon auch manchmal gespürt, dass da, ich weiß nicht, ob das Gott war, aber dass da etwas passiert ist, was auf jeden Fall nicht normal war irgendwie. Ja, Und das. auch etwas, was ich nicht hier auf der Schwäbischen Alb in unserer Kirche gespürt Nee, habe, das sind das war. spirituelle Ereignisse, die kann man, glaube ich, auch schwer analysieren oder definieren. Ja, das ist bestimmt ganz schwer zu machen, wenn überhaupt. Aber diesen Zustand oder einen ähnlichen Zustand, den habe ich auch, wenn ich alleine im Wald bin, zum Beispiel. Da brauche ich sonst gar nichts. Also, Echt? ja. Okay, da komme ich immer noch nicht hin. Ich Ich muss noch weiß länger nicht, aber ich laufen. habe das auch als Kind schon gemacht. Ich bin auch als Kind schon alleine in den Wald gegangen und spazieren und habe einfach nur geguckt, gehorcht, beobachtet und mich gut gefühlt. Ich spüre das Glück im Wald. Also, ich bin jetzt nicht irgendwie so beseelt oder habe so das Gefühl, hey, jetzt passiert was mit mir. Aber ich spüre, wenn ich unterwegs bin, spüre ich tatsächlich Glück. Und manchmal laufe ich einfach rum Das und denke kommt so, von ah, den, das ist so das ma ja, das unfassbar. hast du den Bäumen zu Ja, verdanken. Das machen die ja. Bäume. Die Bäume mit dir. Aber du musst auch von den Bäumen kann man auch was zurückgeben, beziehungsweise man kann mit den Bäumen kommunizieren. Kannst du das? Das weiß ich, ja. Machst du das? Ja, ich suche mir manchmal alte Bäume und ich umarme die und ich stehe da Ja, 10 Minuten gut. und ich habe die Stirn an deren Baumstamm Ja, und ich habe super. immer das Gefühl, da passiert was. Ich habe Ja. wirklich das Gefühl, da strömt irgendwas in mich rein. Mario, das sind Jetzt werdet ihr mich Lebewesen. alle total gaga finden, aber ja, das sind Nein, ich Lebewesen. mache das auch, ich kann das Wälder auch. sind ein riesiger Organismus und Bäume kommunizieren miteinander und es sind Lebewesen und doch, da passiert was. Wenn du die Bäume magst, dann mögen die dich auch und die können und ich glaube, das wird eines Tages wird das auch noch erforscht werden, wie stark das ist in seiner Wirkung. Aber du kannst jemand, der krank ist, wirklich, der kann im Wald gesund werden. Der braucht wirklich nur in den Wald gehen, sich dem hingeben und kann darüber wieder gesund werden, weil die Bäume was nehmen können und die Bäume können was geben und
die tun das auch, wenn du das zulässt, ja? Mhm. Also wenn man sich dem öffnet. Aber es klingt jetzt irgendwie so. Nein, es ist für mich ist es wirklich aus eigener Erfahrung vollkommen logisch. Jeder weiß, wenn er ehrlich zu sich selber ist, dass wenn man einen Waldspaziergang gemacht hat, selbst unter Zwang mit der Oma, ja, weil man das eigentlich gar nicht wollte, aber wenn man nach Hause kam, man hat sich echt immer ein Stück besser gefühlt und zwar wirklich gut. Mhm. Und wenn man sich drauf einlässt und da dann wieder diese Achtsamkeit, wenn man mal den Vögeln zuhört und mal tief einatmet und den Geruch des Waldbodens und der Tannen und das alles ja, hat, alles. Das ist unfassbar. Ja. Und meine schönsten Nächte und wirklich, ich kann es schon wieder nicht mehr erwarten, bis es endlich wieder Frühjahr ist und ich meine Hängematte im Wald aufspannen kann. Ich liebe es, im Wald zu schlafen und ich kann mich noch daran erinnern, die allererste Nacht im Wald war so super scheiße. Ich habe überhaupt nicht gepennt. Nachts um 4 ist dann auch noch irgendjemand durch den Wald gestolpert und ist gefallen und hat riesen geflucht. Ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen in meiner Hängematte. Hatte damals noch nicht Tyrion und wahrscheinlich war es der Jäger, weil wer soll da nachts um 4 sonst rumrennen? Aber da bin ich echt fast gestorben vor Angst. Kommt auf den Wald an, das kannst du auch nicht überall machen. Und mittlerweile, es ist super sensationell. So. Und es gibt, um das hier nochmals kurz weiterzuführen, in Japan gibt es ja ganz offiziell die Therapiemethode Waldbaden. Und das ist wirklich medizinisch auch anerkannt. Mhm. Ja, und die Asiaten haben ein anderes Level, auch was so Umgang. So weit sind wir hier noch nicht. Das dauert wirklich noch eine Weile. Ich habe ja so eine Fantasie, dass ich wirklich eines Tages, oder beziehungsweise ich könnte jederzeit alleine in den Wald gehen, mir ein Erdloch, eine Höhle in der Erde graben und dort leben. Könnte ich. Hätte ich überhaupt keine Befürchtung, könnte ich sofort machen. Also ich würde mein Zelt nehmen, aber Da guckt jeder irgendwie, glaubt mir keiner. Ja? Aber das ist wirklich so. Ja, die Hütte im Wald könnte ich auch. Mein Traum ist immer noch hier so Wald wie in Kanada, eine nette kleine Hütte. Ein Erdloch, ich schwöre das. Echt, ein Erdloch. Du hast wirklich dieses Erdloch. Ein Erdloch ist... Warum? Ich weiß nicht, weil das irgendwie was... Das ist nochmal was ganz anderes, was ganz Eigenes. Soll ich diesen Sommer mal in einem Erdloch schlafen und es ausprobieren? Ja, du musst man halt erst graben. Ja, das ist Doofe. Ja, die gibt es ja in der Größe. Also, du kannst ein Dachsbau reicht ja nicht. Ja, das reicht nicht. Das muss man wirklich selber erstmal ausheben. Das ist ein bisschen Arbeit. Ah, da muss ich mich noch ein bisschen mit auseinandersetzen. Na, zieh mal eine neue Frage. Da müsste man erstmal einen Wald finden, wo man das machen kann, ungestört. Ja, nicht, dass dann gleich die Bullen ankommen oder dich da rausholen. Das macht es ihnen da. So. Du darfst das nächste Kärtchen ziehen. Ach ja. Was hat dich am meisten enttäuscht? Oh, jetzt geht's ans Eingemachte, ey. Was hat mich am meisten enttäuscht? Also, man vergisst ja Gott sei Dank sehr vieles, ja. Die unangenehmen Sachen, die vergisst man ja Gott sei Dank nach einer Weile. Also Enttäuschungen, ey, ich bin 61, Enttäuschungen gab's reichlich. Auch große Enttäuschungen. Die jüngste Enttäuschung, über die mag ich noch nicht reden. Hm. Die ist noch zu frisch. Meistens enttäusche ich mich selber. Also bin ich von mir enttäuscht. Also ich habe einen ziemlich hohen Anspruch und wenn ich dem nicht gerecht werde, dann bin ich schon des Öfteren enttäuscht. Dann denke ich mir, Mist, das hast du jetzt schon so oft falsch gemacht. Oder hast du jetzt schon, wie oft willst du das nochmal? Mhm. Das stinkt mir dann schon. Mhm. Ja, aber das heißt, dass auch für dich sozusagen Enttäuschungen, sozusagen die größten Enttäuschungen eigentlich dann immer mit Menschen zu tun hat, oder? Absolut, ja. Absolut. Mhm. Geht mir auch so. Wobei ich mich natürlich halt
auch immer dann fragen muss, naja, ist eine Enttäuschung jetzt gerechtfertigt oder sollte ich nicht doch mich vielmehr darüber ärgern, weil mein Anspruch wieder zu hoch war? Oder weil man Wünsche, Sehnsüchte, Fantasien oder sonst was hatte, die dann plötzlich nicht umgesetzt werden und auch gar nicht umgesetzt werden können von Du dem bist jeweiligen Gegenüber. gut, ja? Du bist wirklich gut. Das stimmt. Das stimmt schon. Also. Aber ich meine, wer weiß, jeder kann ja, also keiner kann aus seiner Haut, ja? Und wir sind halt so, wie wir sind, Ja, ne? das ist das Problem. Und Da der eine, also ich persönlich bin ein ziemlich verletzlicher Mensch, also jemand, der ziemlich leicht zu verletzen ist. Und muss mich halt, deshalb muss ich mich dementsprechend auch schützen. Und ich begib mich halt manchmal, wenn so, wie sagt man, wenn ich wenn ich mich sicher fühle, beziehungsweise wenn ich nicht dran denke, wenn ich, also ich laufe manchmal unbewusst in so Gefahrensituationen hinein, denen ich halt oft nicht gewachsen bin. Und dann passiert wieder irgend sowas. Und dann im Nachhinein denke ich mir, ach, wie blöde, ja. Also wie kann man nur so blöd sein? Und dann bin ich halt enttäuscht von mir. Auf der anderen Seite, das ist dann halt das sind dann halt so menschliche Schwächen. Ne? Mein Gott, also ich kann mir das verzeihen, natürlich. Aber es ist lästig. Ja, ich überlege gerade, du hattest ja gesagt, dass du musst dich schützen und dann ist mir so automatisch der Gedanke gekommen, dass das etwas ist, was ich zum Beispiel gar nicht mache. Also ich schütze mich nicht per se schon mal, sondern bei mir ist die Uhr ist immer erstmal auf Null gestellt. Ja? Und jeder, egal was vorher in meinem Leben war, also ich würde nicht hingehen und sozusagen auch, sagen wir mal, eine gewisse Erbschuld zu übertragen und zu sagen, naja, alle anderen waren auch so, dann wirst du auch so sein. Das mache ich jetzt zum Beispiel nicht. Und natürlich erzähle ich ja auch viel aus meinem Leben, also gerade jetzt im Rahmen von Trees of Memory und mache mich da ja auch sehr nackig. Und was mich dann natürlich sehr wütend macht und dann ist meine Enttäuschung wirklich auch groß, wenn Menschen Informationen, die ich in diesem Rahmen gegeben habe, nutzen, aktiv nutzen, um mich dann zu verletzen und zu triggern. Ach, das ist Und ja ganz böse, das ist wirklich von hinten durch die Brust, ja, und das ja. Messer in den Rücken gerammt. Dann hörst du manchmal Ausreden, ja, ich weiß ja gar nicht, was triggern ist, also konnte ich dich gar nicht getriggert haben, wo ich dachte, wie unfassbar ist sowas überhaupt. Und das ist extrem enttäuschend. Also das finde ich noch, wenn du jetzt einen neuen Partner hast und da laufen Dinge nicht, wie man sich das gewünscht hat, dann ist es zwar auch enttäuschend, aber dann, ja, so ist halt jeder, wie er ist. Ja. Aber wenn Menschen Machtmissbrauch, Informationsmissbrauch und wirklich der Missbrauch von der Psyche letztendlich stattfindet, ja, nur weil sie selbst nicht in der Lage sind, ihre eigenen Defizite entweder zu verbalisieren oder selber zu sagen, hey, ich habe mir bestimmte Dinge für mich anders vorgestellt aus irgendwelchen Gründen läuft es halt nicht und deshalb muss ich jetzt auch vielleicht irgendwas abbrechen. Das wäre ja noch entsprechend ehrlich und dann, man kann ja nicht alles wissen und mit gutem Gewissen auch in irgendeine Situation reingehen, aber sozusagen an der Stelle zu stoppen und nicht da dazu zu stehen oder auch zu eigenen Schwächen zu stehen und stattdessen hinzugehen und einen anderen Menschen bewusst zu verletzen, das ist echt mies. Das ist charakterschwach. Ja.
Ja, und das ist, glaube ich, für mich die allergrößte Enttäuschung. Also Menschen, denen ich wirklich auch Was? mein Urvertrauen schenke. Das passiert Und hier? das passiert, Echt? ja, das ist passiert, ja. Ja, das ist wirklich übel. Wie frei macht dich dein Glaube? Welcher Glaube? An was glaube ich denn überhaupt? Also mit Freiheit hat es überhaupt nichts zu tun. Kann nicht auch eine Religion, die in einem gewissen Korsett steckt, sagen wir mal so, bei mir mal weniger, oder jeder Glaube, der ja in einem Korsett steckt, also die Wissenschaftler, ist so, alles muss erstmal durch drei unabhängige Stellen bewiesen werden, dann glauben wir, ja, oder dann wissen wir, kann aber sowas nicht trotzdem auch eine zu einer mentalen Freiheit führen, weil man vielleicht auch in gewissen Dingen, in gewisser Weise über den Dingen steht, wenn man so weiß, dass wie die Welt funktioniert, wenn man weiß, wie Gott sich anfühlt und oder wenn man weiß, was so mit dem Tod passieren wird und wie der eigene Lebenssinn auf das Große und Ganze wirken wird. Wenn man all diese Sachen weiß, steht man da nicht sozusagen über dieses noch viel engere Korsett, was unser Leben in den Städten, in den Gesellschaften etc. vorschreibt? Und kann man dadurch nicht eine geistige Freiheit erlangen? Also ich glaube, die einzig geistige Freiheit erreichst du über einen gesunden Menschenverstand, der dir schon genau vermittelt, also der dir quasi dieses ganze Grundwissen vermittelt, was du brauchst, um dir ein eigenständiges Bild von der Welt zu machen und zu jedem Thema eine eigene Meinung zu bilden und dich dementsprechend zu verhalten. Völlig unabhängig von irgendwelchen Religionen oder gesellschaftlichen Vorgaben. Ich bin der Meinung, dass wir das schon wissen und dass wir schon imstande sind, unsere eigene Meinung zu bilden. Das ist einfach, darum geht es doch. Ich muss gerade dran denken, auf Netflix gibt es eine Serie mit Morgan Freeman, Ja, der läuft im Fernsehen manchmal auch. dokumentarisch eigentlich durch die Welt läuft und ganz verschiedene Menschen trifft. Ja. Der geht auch auf die Suche nach Gott, ja, und Lebensprinzipien und all diesen Geschichten. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich mit einem Menschen getroffen hat, der, glaube ich, zeitgleich wie Nelson Mandela auch über Jahrzehnte im Gefängnis saß, auch ein Afroamerikaner und mittlerweile ein freier Mann ist. Und mit dem hat er gesprochen und der hat erzählt, dass er überhaupt nicht eingesperrt war, dass er die ganze Zeit frei war, weil die Freiheit seiner Gedanken hätte ihm auch das Leben gerettet letztendlich, ja. Und nur so konnte er diese Jahrzehnte in Haft überstehen und diesen Hühnerstall, in dem er Ja, eingesperrt war. das glaube Und ich. der hat wirklich von dieser geistigen Freiheit berichtet, die über alles stand und die Ja. ihn vergessen hat lassen, dass er im Gefängnis ist. So bin ich auch auf die Frage gekommen. Also vergessen tust du das natürlich nicht. Ne? Also du weißt natürlich, wo du bist. Es macht dich da nicht kaputt. Also du kannst dich dagegen abschirmen, das schon. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ich spüre zum Beispiel in meinem Fall, ich habe vorhin erzählt, diese neue Sinnzentrierung, diese Erfahrung, die ich für mich mache, dass plötzlich sich alles so gestaltet, wie ich es halt brauche, ja, und dass ich mich bedingungslos darauf verlassen kann. Und das
führt bei mir tatsächlich auch zu einer entsprechenden Freiheit. Zu einer Entspannung. Also zu einer Entspannung, mhm. zu einer wirklich seelischen Entspannung. Und ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der hat vor einigen Monaten, als wir telefoniert haben, hat er einen ganz tollen Satz gesagt. Er leidet nämlich unter Panikattacken und wirklich Todesangst, dann auch auszustehen durch nichts, ja, quasi. Ja, ja. Und der sagt dann auch, was ihm immer hilft, ist dieses Wissen, dass sowieso, es kommt niemals so schlimm, wie du denkst, dass es werden wird. Das erinnert mich jetzt an eine Lebensweisheit, die ich lange verfolgt habe und ausgesagt habe. Jeder kriegt nur so viel zugemutet vom Schicksal, wie er aushalten kann, wie er ertragen kann. Ja. Und wenn man das erstmal weiß, dann braucht man auch vor nichts mehr Angst haben. Ja, absolut, absolut. Und und dazu habe ich nochmals einen Satz, den hat mir, ich bin wieder so schlecht im Namen, Julia aus Wiesbaden, wo ich übernachtet habe, ja, als ich den Taunus sozusagen dann überqueren sollte. Und sie hat mir einen wunderschönen Satz zum Abschied gesagt. Und denk immer dran, du kannst niemals tiefer fallen als in Gottes Hand. Und das hat wirklich etwas mit mir gemacht. Obwohl ich jetzt auch nicht an jeden diesen Gott glaube. Aber auch das hat mir tatsächlich ein Stück weit Freiheit mit auf den Weg gegeben. Mhm. Da bin ich dir übrigens immer noch dankbar für, Julia. Ja. Ja, ja, wenn man das also richtig versteht, dann ist so. Ne? Absolut. Schön. Ja, machen wir. Die nächste. Wann hattest du das letzte Mal das Gefühl von Lebendigkeit und Leidenschaft? Oh, Lebendigkeit und Leidenschaft. Das habe ich jetzt schon eine ganze Weile eigentlich, weil mich jemand... Das ist auch eigentlich nicht uninteressant, weil ich habe in meiner letzten Beziehung, die über 20 Jahre gedauert hat, so eine inaktive Lebensform angenommen irgendwie. Dahin vegetieren will ich nie sagen, also das trifft es nicht, aber ich war mal hyperaktiv und ich war mal Workaholic und alles, ja. Und dann bin ich aufs Land und dann bin ich erstmal tiefenentspannt zurückgekommen. Und dann musste ich wieder irgendwann nach Berlin. Und dann ist ein Mensch in mein Leben gekommen, der mich wirklich regelrecht wie Dornröschen wach geküsst hat. Und ja, dann bin ich irgendwie wirklich wieder wach geworden, habe mich plötzlich wieder lebendig gefühlt und bin jetzt wieder, fühle mich jetzt wieder wie 25. Sensationell. Seit ich meinem Herzen folge, seit ich Trees of Memory umsetze, seit ich meine Hängematte in den Wald aufspannen kann und da mit Tyrion liege, da fühle ich mich sehr lebendig und Leidenschaft habe ich für die nächsten 30 Jahre dafür. Mit Recht.